Es ist Dienstag, der 31. März, 7528 nach Erschaffung des Friedens im Sternentempel. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Engelsburger Neuigkeiten. Dass es am Sonntag kein Wort am Sonntag gab, lag daran, dass wir abends ein Admin-Treffen hatten, das länger dauerte und auf dem wir über die Änderungen im Telegram-Kanal sprachen. Da haben wir uns für Folgendes entschieden. Die Zeit der Information ist vorbei, denn während einer militärischen Operation gibt es keine zuverlässigen Infos zu dem, was passiert, denn dann warnt man die Feinde. Somit werden wir im Kanal alle dazu auffordern, in die Ruhe zu kommen und sich auf das eigene Selbst zu konzentrieren. Wir benötigen keine Videos mehr, da die meisten uns in die Angst schicken und nicht in die Ruhe und das Vertrauen, was jetzt so wichtig ist. Wir setzen schon eine Mittagsruhe von 12 bis 14 Uhr um, in der der Chat ruht. Ich habe in den letzten Tagen am eigenen Leib spüren können, wie wichtig die aktuelle Ruhephase ist und dass wir sie auf jeden Fall einhalten sollten. Ein Energieabfall kommt sehr schnell und nimmt uns die Kraft, die jetzt für das Erkennen des wahren Selbst wichtig ist. Nutzt bitte die Zeit, denn dafür ist sie da. Auch ich habe mir diese Ruhe auferlegt und mich ganz bewusst gestern ausgebremst. Durch die Pflege meiner Mutter kann ich nicht so weit in die Ruhe gehen, wie ich es gerne würde, doch so weit es mir möglich ist. In der Ruhe liegt die Kraft und ohne Kraft können wir unser Land nicht wieder aufbauen. Einige von uns sprühen vor Energie, die meisten verlieren sie aber schnell wieder. Sind wir energielos, kann man uns schnell beeinflussen und manipulieren, wie in den letzten 7 Jahrzehnten geschehen. Noch immer können wir in den Schumann-Resonanzen die regelmäßigen Energiemuster erkennen, die in uns und Mutter Erde wirken. Sie führen uns zu alter Stärke, die wir schon vor vielen Jahrzehnten bis Jahrhunderten verloren. Nun bekommen wir sie zurück und können dankbar daran arbeiten, unser wahres Selbst zu entdecken, zu entwickeln und dann zu entfalten. Nur so können wir uns auf die goldene Zukunft vorbereiten und diese in vollen Zügen genießen. Es steht natürlich die Arbeit an, alles neu aufzubauen. Keines der heutigen Systeme kann man reformieren, da sie alle in den dunklen Strukturen angesiedelt sind. Sie müssen komplett neu aufgebaut werden. Genauso wie wir anfangen sollten, neu zu denken. Das alte Systemdenken ist bedrückend und mit Zwängen durchsetzt. Das brauchen wir nicht mehr, denn das alte System kommt nicht mehr zurück. Neuaufbau ist das Stichwort, geprägt durch Natürlichkeit und Harmonie. Kein Mensch braucht Stahl- oder Glasbauten, genauso wenig wie Beton. Energetisch sehr schlimm und völlig ohne gesundheitliche Vorteile. Das kann man auch in Holz bauen und nutzt man das Holz in seiner besten Qualität, also Mondholz, halten diese Bauten Jahrhunderte und man kann sie immer wieder einfach umbauen und erweitern. In der Zukunft stehen wieder der Mensch und die Natur im Vordergrund. Die Gewinne und Renditen werden niemanden mehr interessieren, denn mit Gesara gibt es keine Armut mehr auf Mutter Erde. Auch in der Musik wird es drastische Änderungen geben, denn Heavy Metal ist purer Satanismus und wer sich mit Ritualen auskennt, weiß, dass das Wacken-Festival die größte schwarze Messe Europas ist. Die Menschheit und Natur werden stark geschädigt, auch wenn das keiner sehen will. Es gibt kaum destruktivere Schwingungen in der Musik wie diese harten Geräusche. Da mag ich noch nicht einmal von Klängen sprechen. Damit holen wir das Negative direkt in uns hinein, wo es wirken kann und unterschwellig Angst erzeugt. Da diese Prozesse schleichend sind, bemerken es nur die wenigsten, wenn überhaupt jemand. Das gilt auch für Krimis im TV oder die Krimis als Buch. Das Negative holen wir direkt in unser Innerstes, wo es langsam und sicher wirkt. Wer behauptet, auf ihn würde es nicht wirken, hat sein Körpergefühl schon völlig verloren. Diese Energien wirken immer, erst recht mit der verstärkenden 8-Hertz-Frequenz. Seit Jahren habe ich keinen Fernseher mehr, denn mir ist klar, dass dort nur Unterhaltung läuft. Unterhaltung ist Untenhaltung, denn wer sich ständig ablenken lässt, kann nicht an seinem Selbst arbeiten. Alle Dokumentationen im TV sind Ideologie und entsprechen nicht der Wahrheit. Was in den Nachrichten läuft, ist verdreht und angsterzeugend. Sicherlich werden in einigen Hollywood-Filmen und Serien wahre Ereignisse beschrieben, doch sind auch diese mit Fantasie durchzogen. Wir haben es selbst in der Hand, das nun zu ändern, indem wir unser Verhalten ändern. Wer die Glotze auslässt, bleibt eher in seiner Mitte als der, der immer wieder hineinstiert. Wer sich in die Natur begibt, kommt schneller in die Harmonie und Ruhe als der, der in der Innenstadt bleibt. In einigen Landesteilen gibt es schon Ausgangssperren, in NRW scheinbar noch nicht. So ihr die Möglichkeit habt, geht raus in die Natur. Dort sind die Energien am besten. Ihr seid in der göttlichen Schöpfung und könnt wieder eins mit ihr werden. Kommt es dann zur digitalen Auszeit, sollten wir auch diese mit Freude annehmen und genießen.
In dieser Ruhe kann uns unsere Intuition sehr gut erreichen und wir sie deutlicher wahrnehmen. Auch das ist Arbeit am eigenen Bewusstsein. Heute war ich noch einmal einkaufen. Brot, Bananen und Müsli standen auf meinem Zettel. Wir haben nun zwar 1¾ Brote, doch rechne ich ab morgen mit der Ausgangssperre und den 10 Days Darkness. Wir haben von allem ausreichend und die kommenden 2 bis 3 Wochen sollten für uns eine leichte Zeit werden. Fällt das Internet aus, kann ich richtig zur Ruhe kommen, was aktuell durch die Sendung noch nicht wirklich möglich ist. Sicher habe ich einige ruhige Zeiten, der Rest kommt dann in den 10 Days. Was sich mir heute auffällig zeigte, war die Angst der Mitmenschen. Immer mehr laufen nun mit einem Mundschutz herum. Und wer keinen bekam, nimmt halt seinen Schal. Das ist ein ganz natürlicher Ablauf des Erwachsenwerdens, durch den wir alle schon gingen. Die einen eher, die anderen später, manche erst jetzt. Die Menschen durchleben die kindliche Angst, da sie alles glauben, was in der Zeitung steht und im TV berichtet wird. Bis zum 8. oder 9. Mai sollte sich auch das geändert haben und sie erwachsen sein. Bleiben wir in unserer Stärke und Gelassenheit. Bei allem, was sich uns zeigt, sind wir schnell durch und können uns dann neu orientieren. Wenn jeder ein Grundeinkommen hat, muss keiner mehr einem Sklavenjob nachgehen. Despotische Chefs bekommen keine Mitarbeiter mehr und machen verdienterweise zu. Durch die Grundversorgung können die Löhne deutlich sinken und durch den Wegfall der Einkommensteuer bleibt doch wieder etwas übrig von dem, was wir erarbeiten. Auch die pharmagesteuerten Krankenkassen fallen weg, denn die braucht kein Mensch mehr. Wie es sich genau zeigen wird, sehen wir in den nächsten Wochen. Doch immer dran denken, wir gehen jetzt in die lichte Zeit und lassen die Dunkelheit hinter uns. Da gibt es keine Unterdrückung mehr und jeder hat das, was er braucht, um glücklich zu sein. Mangel war das Geschäft der Dunkelmächte. Auch was die alternativen Marktschreier von sich geben, wie Katharine es so schön nennt, sollte uns nicht interessieren. Die Antworten auf alle Fragen, die ihr habt, tragt ihr schon in euch. Sie werden in der nächsten Zeit an die Oberfläche kommen, wo ihr sie erkennen könnt, um dann zu handeln. Auch heute sehen wir bei den Schumann-Resonanzen die regelmäßigen Muster, die uns die weiteren Energieübertragungen anzeigen. Die stärksten Ausschläge erreichten 28, 15, 9,1 und bei A4 gestern 22 Hertz. Diese Werte sind schwach, doch die Qualität der Frequenzen ist das Wichtige. Erzeugen sie bei euch Kopfschmerzen. Visualisiert die Seifenblase mit Regenbogenglanz, gebt den Schmerz hinein und kommt dann in die Entspannung. Die Kopfschmerzen können auch die Folge des aktiven geomagnetischen Feldes sein, das heute KP4-, 4 und 4- erreichte. Da beginnen die Schmerzsymptome bei vielen unserer Mitmenschen. Sagt ihr euch, der Sonnenwind gibt mir zusätzliche Energie, die ich sinnvoll für mich und mein Umfeld einsetze, verschwinden auch diese Symptome nach relativ kurzer Zeit. Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Beim Mondkalender für morgen, Mittwoch, den 1. April, steht der zunehmende Mond im Sternzeichen Krebs und folgende Tätigkeiten sind günstig. Feuchtigkeitsmaske, Rasieren, Training Brust, Bekämpfung von Schnecken, Blattpflanzen sehen, Fischen, Gartenpflanzen gießen, Hecken schneiden, Komposthaufen anlegen, Rasen mähen, umtopfen, umsetzen und umpflanzen, Zubereitung von Salben und Ölen, homöopathische Mittel anwenden, Massagen, Einfrieren, Umzug, Zimmerpflanzen gießen, Fitness und Ausdauer, Lernen und schlechte Gewohnheiten ablegen. Da ich weiß, dass viele von euch noch nicht mit der Theorie des elektrischen Universums vertraut sind, möchte ich euch heute eine der besten Dokus in Deutsch zu dem Thema anbieten. Sie heißt Plasmaversum, ein Kosmos ohne Urknall und beschreibt die Phänomene aus der Sicht der Plasmaphysik. Diese Theorie ist schon älter und gibt uns Antworten auf Fragen, wo die Schwerkraftkosmologen nur verschämt wegsehen oder wilde und abstruse Antworten haben. Nehmt euch die Zeit, seht sie euch an und erkennt, was das Universum wirklich steuert. Damit lasse ich es für heute ausklingen, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und Abend. Nutzt die Zeit, zur Ruhe zu kommen und genießt die freie Zeit, so ihr diese schon habt. Vertraut dem Plan, denn er führt uns in eine goldene Zukunft, in Liebe und Freiheit. Thank you.
Musik.